Hallöchen, Freunde, ich begrüße euch zu einer kleinen, herzlichen, wunderbaren Folge von GTA 5. Heute kümmern wir uns um ein paar weitere Nebenmissionen. Was machst denn du hier? Hallo? Poppy Mitchell, the English princess, the others. Oh, right, man. You know, don't even remember, right? The whole thing. But what about my money? We're shooting a show here, trying to work. Hello? Or just, you know, have somebody call my agent or something. Man, fuck you. Whatever. Back to one. Please, shooting something. Okay. Now where were we? Guys, do we have enough shots of me jumping around the corner? I think we're good. We'll cut Poppy's reaction in when we get back to the studio. Awesome. Ah, den Wagen, den wir übrigens gerade fahren, den habe ich kurz vor der Aufnahme noch geklaut. Und ich frage mich jetzt gerade, werden wir wohl bezahlt, wenn ich ihn nicht umbringe? Oder... Jetzt rennt er weg, ey. Ja, explosive Action. Das heißt, ich hätte das Ganze wohl in die Luft jagen sollen. Naja. Oha. Ja, ein bisschen Cash hat er ja mitgehabt. Schönes Ding. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Auf jeden Fall kümmern wir uns heute um ein paar Nebenmissionen. Mit Franklin haben wir, glaube ich, noch ein oder zwei gerade offen. Ja, nur noch zwei Stück. Und zwar müssen wir noch zwei Grasgeheimverstecke abliefern. Ich würde sagen, um eins werden wir uns heute auf jeden Fall kümmern. Vielleicht machen wir dann auch noch eine Randale-Mission mit Trevor, wenn wir hiermit fertig sind. Ich muss sagen, ich finde den Wagen eigentlich ganz schön. Könnte man sich online ja vielleicht mal besorgen, ne? Ach, falls ihr euch fragt, warum jetzt in letzter Zeit keine Online-Folgen mehr kommen, mir fehlt einfach ein Team, was nicht andauernd verkackt. Das ist kein Scherz. Ich habe den zweiten Raubüberfall bis heute noch nicht komplett geschafft. Außer ich war halt in irgendeinem anderen Team mit dabei. Ich muss mal irgendwie mein Auge kratzen. Ich habe noch nie geschafft, wirklich ein richtiges Team zusammenzustellen, mit dem ich dann auch nur die Vorbereitungsmission dafür schaffe. Und deswegen bin ich jetzt ja ein bisschen aufgeschmissen und ja, deswegen zieht sich das alles halt ein bisschen nach hinten. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich da irgendwie... ich mach mal lieber die Musik aus. So schnell wie möglich das irgendwie zu schaffen und hochzuladen. Hab in einem anderen Video auch schon gesagt. Oh, das will ich mal ausprobieren. Hui! In einem anderen Video habe ich schon gesagt. Was habe ich denn in einem anderen Video gesagt? Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich nochmal sagen wollte. Ach genau, dass eigentlich alles fertig ist, dass die Mission halt fast aufgenommen ist, nur dass mir das Ende fehlt. Weil wir dann kurz vor Schluss dann doch nochmal verkackt haben. Aber naja, man kann ja nicht alles haben und so weiter und so fort. Hier ist übrigens Lester's Textilfabrik, wie er sie liebevoll tauft. Hm? Was ist hier los? Hier ist irgendwo eine Mission. Hallo? Das ist doch 100 pro wieder eine Verarsche. Das hatten wir doch schon mal. Na, welche Waffe wollen wir denn nehmen? Nee, erstmal darf ich ja eh keine ziehen. Der Sabbat. So, und da ist er jetzt. Zieht sogar direkt eine Waffe, die Schlange. Nicht mal Kohle? Was seid ihr denn für Pfeifen? So zwei Langweiler, die versuchen jemanden auszurauben. Fantastic. Na egal, wir machen einfach mal weiter. Ne, ihr kennt das ganze Spiel schon, ja? So. Und dann wären wir auch schon fast am Versteck angekommen. Dort müssen wir übrigens ein Fahrzeug wieder bei dem Typen abliefern.
Ich weiß gerade gar nicht, wie der Typ heißt. Schreibt's jetzt in die Kommentare. Okay, wir müssen wohl hier runter. Nee, ich bin jetzt nur hier runtergefahren, weil ich dachte, dass wir hier lang müssen, aber anscheinend... Ich schätze mal nicht, dass da so viele Drogen drin sein werden. Ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, wo der Wagen sein kann. Nämlich eher hier hinten irgendwo. Hm. Ah! Da ist er. Wer ist das? Der Fool, der running around after. I found the truck you wanted. Oh, good, good. Now hurry. I need it in Vespucci in the next couple of hours. And watch yourself. I hear the cops have been snooping around over there. Okay, wir müssen in 4 Minuten schaffen, den Wagen zu Beverlys Wohnung zu chauffieren und haben nochmal eben 2 Sterne bekommen. Also ich habe 4 Minuten Zeit, um vor den Bullen zu entkommen und dann noch dahin zu kommen. Ist natürlich sehr witzig. Vor allem, da ich auch hier den Supersportwagen schlechthin fahre. Come on, come on! How fucking slow is this thing? Die Frage ist jetzt, wie schaffe ich es schnellstmöglich vor den Bullen abzuhauen? Natürlich ist die beste Idee, dann einfach mal am Polizeirevier vorbeizufahren. So wie jeder Held das machen würde. Man, there's gotta be a better way to get weed legalized than this bullshit. Da sagst du was. So, theoretisch dürfte das jetzt funktionieren. Hm, ja, doch, sieht ja gut, ganz gut aus, so... Ja, doch. Ja, ja, doch, 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 doch. Keine Ahnung, welche Musik ich anmachen kann, ohne dass ich direkt von dem Copyright-Dödeln verhaftet werde. Oh nein, ich hab... Ich hab die Bullen nicht gesehen und jetzt sind... Wie soll ich das denn schaffen? Vor allem, ich bin ja jetzt quasi noch da, wo ich gerade am Anfang war. Nur, dass ich jetzt gleich 2 Minuten irgendwie einfach mal eben so verschenkt habe. Und ich fahre wahrscheinlich komplett in die falsche Richtung. Hoppado, das ist so kompliziert. Gut, dass ich nichts mit Drogen zu tun habe. Da muss man so viel nachdenken. Dafür kriege ich noch Kopfschmerzen. So. Ich habe nämlich keinen Plan, wo ich lang muss und will jetzt irgendwie auch nicht in eine falsche Richtung fahren. Also warte ich hier jetzt einfach, bis hoffentlich die Cops gleich weg sind. Oh, das hat funktioniert. Und jetzt muss ich in 1 Minute noch 2 Kilometer fahren. Das wird eng. Das wird eng. Aber... Ja, das stimmt. Ich werde mein Bestes geben, da jetzt noch wirklich hinzukommen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das was mit dieser Karre werden kann. Und wer es schon wieder vergessen hat, wenn wir hier die ganzen, das ganze Dope gesammelt haben, ist ja noch ein Rauchstreik geplant, um Cannabis zu legalisieren. Ich habe nur noch 50 Sekunden Zeit. Das wird sowas von eng. Ich habe voll die Spezialfähigkeit von Franklin vergessen. Die hat mir wahrscheinlich auch gerade nochmal den Hintern gerettet. Ja, das wird eng. Das wird sehr eng, Leute. Und ich packe jetzt einfach alle meine Fahrerskills hier aus. Und werde das auch pünktlich schaffen. Ja, okay. Nochmal gerettet. okay, wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Alles kein Problem, schön. So, noch 20 Sekunden
um irgendwie da hochzukommen. Ich hab's geschafft, alles super. Puh, das war ganz schön anstrengend. Wir haben auch noch gar nicht, ja doch, 10 Minuten haben wir jetzt. Ja, is that my pizza? Hell no, fool, it's me. I'm here. Oh, well done. Hey, a true crusader for civil liberties. Were you followed? Followed? Man, that's an understatement. But look, don't trip out. We good. Now look, man, won't you come down and check this? I got shit to do, man. Yeah, well, I'll send someone when I know it's clear, okay? Can't be too careful, and I'm dealing with some composting issues. This is a bad burrito. Shit, whatever, man. But that's more information than I need. Na, wir haben leider wieder nicht alles geschafft, ne? Unerwünschter Ausgang. Okay. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit und den nutzen wir, um mal nach Trevor rüber zu wechseln. Und da müsste noch in der Nähe irgendwo hier eine Randale-Mission auf uns warten. Ich richte mal eben nochmal mein Headset. So. Einmal noch husten hier. Was macht der denn da? Schicke Hose. Naja, wir sind gerade voll drauf. Finde ich gar nicht mal so schlimm. Und die Randale-Mission ist auch nicht so weit. Ich muss mal eben ganz kurz niesen. Okay. Ach, alles gut. Ich werde es überleben. Und die Frage ist jetzt, okay, wir müssen da irgendwie lang. Ist denn auch hier unten irgendwo noch unser Auto? Hier ist ja irgendwie Straße. Aber die Frage ist, ob wir denn unser Auto überhaupt mit haben. Ja, aber ich würde sagen, da gucken wir einfach mal ganz schnell nach. Du könntest ruhig ein bisschen schneller laufen. Nö. Der ist nicht da, ne? Nö, schade. Dann nehmen wir uns doch mal eben den zuckersüßen Schlitten. Und düsen ganz schnell zur Randale-Mission. Die ist ja zum Glück nur einen Kilometer weit entfernt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist auch schon die letzte Randale-Mission, die wir machen müssen. Und dann wären wir schon mal mit einer Nebenmission fertig. Da muss Trevor nur noch ein paar Promi-Klamotten klauen. Oder sind wir wieder einen Schritt weiter? Darf ich jetzt Hipster töten? I told him I'd make a movie about his ass and call it Cunts in America. But that would be the post-ironic use of the word cunt, both offensive and at the same time curiously anodyne. Hey, what the fuck? I find your t-shirt more than a little offensive. There's one thing I cannot stand. It's post-ironic hipsters. If you don't like it, you can go back to Canada, dude. Come on, you want a piece of me, huh? Oh, wait. Oh, fuck! Run, you little fuck! Auf einmal holt er eine Waffe raus, der Pisser. Okay, der Kampf gegen die Hipster. Ich freue mich. Habe ich auch mal einen direkten Namen für die Folge gefunden. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, die Shotgun gefällt mir überhaupt nicht als Kampfwaffe gegen die Hipster. Das Gute ist, dass die alle nur Pistolen haben und ihre wunderschönen Outfits. Ja. Ich würde sagen, ich mache weiter wie gehabt, werf mit Granaten um mich rum. Das stört echt, dass ich nur die Schrotflinte habe. Vor allem die abgesägte Schrotflinte ist überhaupt nicht mein Kaliber. Aber die haut wenigstens ordentlich rein. Irgendwie treffen die Hipster ja nicht einmal, ey. Zap, zap, zap. Komm da hinten. Den da. Okay, langsam kriege ich dann doch auf die Fresse. Aua, jetzt wurde ich auch noch angefahren. So, peng, peng, peng. Das war nicht mal ein Hipster. Egal.
Die mit ihren Fahrrädern und was sie hier alles nicht... Mit den komischen Rollern, ey. Ja, dafür werden das echt viele. Die sprießen aus dem Boden wie sonst was. Da ist noch einer. Da hinten sind voll viele. Da chillt einer. Peng. Da hinten ist jetzt auch noch einer. Jetzt kommen hier die Fahrradgang an. Oh nein, du kannst doch nicht einfach immer nachladen. Peng, peng, peng. Peng. Das Gute ist, dass Trevor irgendwie bei jeder Randale 10.000 Granaten hat, die er durch die Gegend wirft. Wie? Ja, wie soll ich denn 10 Kopfschüsse mit einem mit einer verfickten Schrotflinte machen? Ah, wir haben es geschafft. Wir haben alle Randale beendet. Das ist schön. Haben wir für den Erfolg Roter Nebel bekommen und können, so wie ich das jetzt sehe, jede Randale nochmal machen. Ja, okay. Wir können jetzt echt jede nochmal machen. Könnten auch noch irgendwie da hinten ins Bonzenviertel. Habe ich gerade nicht so eine Lust zu. Könnt auch den Part jetzt hier beenden. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge einfach mal ein bisschen mehr um die ganzen Story-Missionen. Die Story-Mission. Lalalala. Lalalala. Ich brauche jetzt noch 2 Minuten zum Überlegen. Aber ich verabschiede mich schon mal. Ihr könnt abschalten. Jetzt wird nichts mehr Spannendes passieren. Zumindest mache ich jetzt keine Mission mehr. Sondern... Schreibt mir doch erstmal in die Kommentare. Peng. Was ich denn jetzt machen soll. Ja, mach das mal. Das fände ich gut. Ich würde ja sagen, wir kümmern uns so langsam echt mal wieder um eine Hauptmission. Ja. Aber ich weiß nicht genau, wollen wir das echt machen, Leute? Ich meine, ich kann jetzt auch noch irgendwie 30 Minuten lang... 30 Minuten lang irgendwelche Nebenmissionen machen. Hätte ich auch jetzt nicht so das Problem mit. Was willst du denn jetzt? Mal daneben. Dann nehmen wir das Messer. Zap. Zap. Mann! Zap! So. Getroffen. Also was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Peng. Peng. Ich wäre echt irgendwie mehr für irgendwie... eine Hauptmission eigentlich. Ja, doch, eine Hauptmission hört sich an sich ja erstmal ganz schön vernünftig an. Und ich bin ja auch ein vernünftiger Kerl, das wisst ihr ja. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei der Hauptmission wieder. Tschüss. Ich bin so davor gestorben, bevor das Auto explodiert ist. Das ist Kunst, Leute, Kunst.